Du hast dich als Werber sehr engagiert gegen die Initiativen, oder? Du hast eine Kampagne lanciert. Wie kannst du mal sagen, was dein Motiv war in dieser ganzen Geschichte? Von Werbeseite her haben wir natürlich auch ein Interesse. Es ist ein Unterschied, ob ich im... Ich bin ja ursprünglich Musiker. Es ist ein Unterschied, ob ich im Hallenstadion kann spielen oder im Kellertheater Würenlos. Das ist nichts gegen das Kellertheater Würenlos. Aber von der Reichweite her und, von der, und die kommt nur von einer gewissen Qualität, ist das natürlich nach wie vor eine Plattform, die für uns Werber wahnsinnig wichtig ist. Staatspolitisch gesehen sind wir interessiert an einer Vielfalt von verschiedenen Medien, an einer Vielfalt von Meinungen, wie das ja Grundlage ist für die Demokratie. Wettbewerbspolitisch sind wir interessiert daran, dass wir möglichst wenig Marktverzerrung haben, das heisst möglichst wenig staatliche Regulierung, möglichst wenig Subventionseinflüsse, die da dann eben reinspielen, und möglichst freie Märkte in dem Sinn, dass jemand, der mit Radio oder Fernsehen machen, das auch kann. Es kommt auch noch dazu, dass der Herr Rutz einfach Sachen erzählt, die nicht stimmen. Ich lese jetzt vor, was er im Parlament gesagt hat zum Thema Service Public. Ich zitiere das hier im Buch. Wir müssen irgendwo den Service Public fokussieren. Es kann nicht sein, dass die SEG amerikanische Filme und Serien ausstrahlt, also all das, was 17 andere Private auch schon ausstrahlen. Das ist nicht der Sinn. Ich bin auch nicht blöd. Ich weiss auch, dass man nicht das Fernsehprogramm erst am Abend um 7 Uhr anfangen kann und so weiter. Aber es braucht vielleicht eben nicht so viele Sender. Es ist eben auch die Frage, nehmen Sie ein anderes Beispiel, die Musikwelle. Das finde ich auch so ein gutes Ding. Oder? Die ganze Volkskultur sagt jetzt, wir brauchen die Musikwelle. Verstehe ich auf eine Art. Oder? Ich würde natürlich auch auf den Sender gehen, der die meiste Reichweite hat. Wo die meiste Reichweite hat, bis natürlich die Nachrichten können übernehmen von der SRG, die hervorragend sind. Aber die Musikwelle ist gegründet worden 4 Jahre, nachdem Radio Eviva gegründet worden ist. Und warum muss man dann vom Staat her über Gebühren etwas etablieren, wo ein Konkurrenzprodukt ist, ein identisches Konkurrenzprodukt von privaten Produkten, und die tut man nachher quasi aus dem Markt rausdrängen? Das ist nicht meine Vorstellung von einer liberalen, demokratischen Gesellschaft. Der Kern von der SEG, das ist die Information. Das interessiert mich als Staatsbürger. Als junger Mensch schaue ich nicht mehr Musik und Kultur und weiss nicht, was es schon alles gibt auf dem SEG-Programm. Finde ich gut, aber ich schaue es einfach nicht. Und ich kenne viele junge Menschen in meinem Alter, die das auch nicht machen. Ja, und das ist genau das Problem. Sie sind nicht der Maßstab für das Volk. Nein, es gibt Leute, die haben auch ein Interesse an Kultur. Stellt sich mal vor, es gibt kultivierte Menschen in unserem Land. Es gibt Leute, die interessieren sich für Informationssendungen. Sie haben eingangs haben sie gesagt, ja, nur Information, aber nicht Unterhaltung. Wenn sie die Jungen vertreten, dann haben sie vielleicht schon mal das Wort Infotainment gehört. Man kann nicht so klare Trennungen machen. Ich bin nicht nur nicht kultiviert, weil ich nicht die Kultur schaue, die sie schauen. Verstehen Sie? Ich habe eine andere Kultur. Und wenn sie die nicht schauen, kann ich ihnen auch sagen, sie sind nicht kultiviert. Das ist kein Argument. Ich sage einfach, zentral ist für den Service Public ist die Information. Für das haben wir Probleme bei den Privaten. Die Privaten sind nicht in der Lage derzeit, den Informationswert zu refinanzieren, den die SEG macht. Und darum braucht sie in diesem Bereich Service Public. Und für den wäre ich bereit, 200 Franken im Jahr zu zahlen, und ohne Probleme. Wie wollen Sie das finanzieren? Wir haben ein Problem, das kenne ich von der Werbeagenturen her. Wir sind ein unglaublich kleines Land. Verglichen, wenn ich jetzt mit gewisser Eifersucht zu meinen französischen Kollegen oder deutschen Kollegen schaue, ist selbst eine mittelgrosse Agentur hat gerade mal 300 Leute. Da habe ich ganz andere Möglichkeiten, unternehmerisch auch Angebote zu machen und das auch wirtschaftlich. Wir sind ein unglaublich kleines Land. Und Fernsehen machen, Roger hat es bereits gesagt, braucht einfach einen höheren Fixkostenanteil. Das können Sie nicht als ein Kleinunternehmen machen. In irgendeiner Form müssen Sie das finanzieren. Und wir haben ja verschiedene Vorschläge dürfen hören, jetzt so im Nachhinein, wie man das finanzieren könnte, zum Beispiel eben mit Werbegeldern. Nur die Werbegelder fließen dort an, wo die Menschen sind, wo die Eyeballs sind und nicht dort, wo sie nicht sind. Und ich komme nochmal darauf zurück. Sie können nicht x Hallenstadien finanzieren, machen in der Schweiz, aber es ist eine Notwendigkeit, so etwas zu haben. Sie können nicht x Tonhallen haben, um jetzt ein Konzerthaus zu haben. Sie müssen so eine Plattform haben. Das spricht nicht gegen die anderen, aber gerade in unserem kleinen Land, in unserem kleinen reichen Land, sind wir darauf angewiesen, die Mittel bereitzustellen.
Kommen wir doch noch auf die Initiative oder angekündigte Initiative oder Vorschlag von Herrn Rutz im Parlament von diesen 200 Franken zurück. Weil das ist ja irgendwie im Raum gestanden und ist ja dann auch bei Kate im Nationalrat relativ klar. Das ist so ein holzschnittartiges Ding. Man haut es in der Mitte abeinander und dann wird es dann gut sein. Oder von 451 oder eben 355, Mitte ist 400, machen es auf die Hälfte. Das kann man doch für die Hälfte machen. Herr Schawinski, der Wirtschaftsverband Economy Suisse hat das auch unterstützt. Moment. Darf ich kurz noch etwas dazu sagen? Die Geschichte ist die, also Economy Suisse ist gegen No-Billag, oder? Das muss man noch sagen. Also, ganz klar gegen No-Billag. Die Geschichte ist die, wir haben wirklich das viersprachige Land und wir schicken heute 220 Millionen aus der Deutschschweiz ins Tessin, 120 Millionen schicken wir in die Westschweiz und da sind wir schon bei 340, dann kommen wir noch den Rätoroman, dann sind wir schon über 350, 360, 370 Millionen. Jetzt, wenn wir also die SRG-Gebühren von 1,2 Milliarden auf 600 würde abtun, und gut, man muss dann vielleicht nicht 350 wegschicken, aber mindestens dann anschicken, vielleicht 300 oder 250, dann hat man einfach zu wenig. Und darum ist das mit diesen 200 Franken einfach unmöglich, dass man gleichzeitig die Aufgabe, die die SRG heute erfüllt und die in der Konzession steht und die in der Verfassung steht, nämlich eben sprachliche Minderheiten, die sie sagen, das sei wichtig für die SRG, das können sie dann vergessen mit 200 Franken. Dann langt es nicht. Und ich bin der Meinung, man kann sparen in der SRG. Ich hätte auch einige Vorschläge. Aber das oben abnehmen um 50%, no way, Herr Rutz, wirklich. Ich habe einfach das Gefühl, es herrscht ein wahnsinniger Informationsdefizit. Ist jetzt besser als noch vor 2 Monaten und vor 3 Monaten. Da haben eben so Sprüche wie die von Ihnen, hat man einfach können machen, ohne dass man da irgendeinen Widerspruch gefunden hat. Man muss sich informieren, man muss sich in Detail hineingehen, man muss mehr wissen. Und verschiedene Journalisten haben das auch gemacht. Im Tagi hat es unglaublich viele so Artikel gegeben, auch an anderen Stellen, wo man versucht hat, das zu analysieren, was sind Folgen und so. Und aus dem Grund habe ich das Buch gemacht. Aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt so meinen Lebensentwurf anschaue, habe ich mir vieles vorgestellt. Aber dass ich am Schluss noch dafür muss kämpfen, dass das nicht untergeht, ja, das habe ich mir nicht vorgestellt. Genau. Bist du manchmal schon ein bisschen komisch vorgekommen? Also ich meine, die meisten von uns sind auf dem Bürgerplatz gestanden, 1980, oder? Nein, ja. Ich bin mir nicht komisch vorgekommen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, jetzt geht es um die Wurst. Und es gibt Situationen im Leben, wo es ernst ist, wo man nicht einfach sagen kann, jetzt machen wir mal, oder wie es der Herr Kessler sagt, ich habe doch keine Kristallkugel, ich weiß doch nicht, was kommt. Und dann nachher mit irgendeinem unausgegorenen Plan B, der hin und vorne nicht verhebt, wo Subventionen drin sind und so. Es ist gefährlich, brandgefährlich. Und wir dürfen mit einem wichtigen Pfeiler von unserem Staat, der eine zivilisatorische Leistung erbracht hat in den letzten 200 Jahren, einfach nicht russisch Roulette spielen. Wir haben es gesehen bei der Masseneinwanderung, es ist um 0,5% in die eine oder andere Richtung gegangen. Wir haben es gesehen bei der Vignettenabstimmung, die Frau Leuthard hochkant verloren hat, obwohl es ist von 40 auf 60, auf 100 Franken gegangen. Und die meisten Leute, die nicht Auto fahren, haben nichts müssen zahlen. Trotzdem ist es runtergegangen. Es ist hochbrisant in dieser Zeit, wenn man über Gebühren abstimmen lässt, wo dann die Leute sagen, ja, dann spare ich mir doch so viel Geld und dann nehme ich nur, was ich will. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, wir müssen schaurig aufpassen. Und auch die Stimmen, die jetzt kommen, zum Beispiel der Zimmi hat da in der Weltwoche letzte Woche geschrieben, jawohl, das wird ein Nein geben, aber wir brauchen ein taktisches Abstimmungsverhalten, nämlich möglichst viel Ja. Das ist brandgefährlich. Man hat das noch nicht gewonnen. Und der Herr Rutz hat noch nicht verloren, obwohl er jetzt so sardonisch lächelt.